So, ne? Ich laufe halt wirklich in jede Falle rein, ne? Ne, es ist free EXP. Ich kann aber wirklich nicht vor denen fliehen, ne? Flucht unmöglich, genau. Und dadurch, dass ich nicht mal irgendwie auf ein Gesicht bekomme dafür, heißt, dass es keine Möglichkeit existiert für mich, daraus zu kommen. Intensität. Hallo. Was eine tolle Attacke. Habe ich auch Vietnam-Flashbacks. So, nochmal Surfer. Sollte dann vielleicht nochmal bei Joy vorbeischauen, einfach damit meine AP geheilt werden oder aufgefüllt werden. So, ich glaube auch langsam zu wissen, wo die Schalter waren. So. Ich schau mal ganz kurz. Ich habe jetzt nicht irgendwo gesehen, woran ich erkennen soll, dass da eine Falle ist oder nicht. Vermutlich bin ich einfach nur ein bisschen deppert. Das ist ja ein Klassiker. So, nutzen wir mal den Spukball. Oh, das sind getötet. Muss man vielleicht spielen noch schön? Vielleicht können wir bei Minecraft zusammen streamen, wenn du möchtest. Können wir gerne mal irgendwann machen. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Und eine angenehme Nacht. Allzu lange mache ich jetzt auch nicht mehr. So vielleicht noch eine halbe oder dreiviertel Stunde. Goddammit! Ich habe mir gedacht, oh, du kommst einmal nach rechts und unten noch auf den Teleporter. Nope. Smogon. Ah, Smogon? Smogon benutzen wir, besitzen wir schon. Worte und Deutsch. Schwer. Tschüss. So, Finale. Mein erstes Finale. Es hat keine Wirkung. Danke, Smogon. Ich würde euch gerne bei Minecraft spielen zusehen. So eine halbe Stunde ist. Ja, so halbe, dreiviertel Stunde. So, gib mir meine AP wieder. Ich habe da hier ein bisschen Probleme gemacht, du. Ich habe Probleme beseitigt. Ich habe den Hausmeister gemacht. Dreck weggewischt. Meine Pokémon sind Topfeed. Nicht so wie ich, wenn ich jetzt bei mir runterschaue. Ich sollte vielleicht doch mal als irgendwann in ein Fitnessstudio gehen. Ich meine, Relaxo ist toll und so was, aber man muss ja nicht unbedingt Relaxo sein. Muss ganz kurz ausprobieren, ob ich mich jetzt nicht vertue damit. Ich bin mir halt unsicher. Ja, schauen wir erstmal hier bei den Topfpflanzen. War hier schon die Möglichkeit, die auszustellen? Und dann meine ich, was der hier, ne? Altes Team Rocket, Schier-Pokémon und Profits wegen. Noch mehr Raum zu verschaffen. Und das ist auch nur der Altes Team Rockets, okay. So, noch mehr Raum zu verschaffen. Ein Geheimschalter. Ich habe ihn gefunden! Da war der Geheimschalter. So, jetzt kann ich das auch mal drücken. Und jetzt konnte ich das immer drücken. Hier übrigens ist eine Snubidicat-Statue. Es ist ein seltsamer Glanz in ihren Augen. Aber der Geheimschalter ist gedrückt. Dementsprechend dürfte jetzt eigentlich nichts mehr sein. Glaube ich. Behaupte ich. So, ich bin fast auf den Teleporter gestiegen. So, jetzt ist hier Siegfried. Oh Gott, das ist nicht unbedingt gut für die Augen. Der Boni hier. Bist du in Ordnung? Deine Po... Ich habe vergessen, dass ich hier geheilt werde. Lass uns für die Pokémon unser Bestes geben. Du bist eine Tür, ne? Tür ist verschlossen. Sie lässt sich nur mit einem Passwort öffnen. Genau. Oh. Hallo. Du miese kleine Ratte. Okay. Du Rüpel. Blutzuck. Blutzuck ist so ein tolles Pokémon. Schaut nicht Blutzuck an, es ist so knuffig. Leider muss ich dich töten. Sehr schön. Der Vorteil, wenn ein Pokémon 10 Level überdient, des Gegners ist. Du one-shottest höchstwahrscheinlich. So, Level 6. Blutzuck. Ne, wir bleiben hier mal bei. Ne, ich level jetzt Apollo einfach auf Level 30 und dann den Rest auf Level 30 auch hoch. Damit ich ein gutes Durchschnittslevel habe. 30 oder weniger als 30. Kleiner gleich 30 wäre mein Durchschnittslevel dann.
Grrr. Hey, nur der Boss kennt das Passwort für diese Tür. Wo er ist, wer weiß. Schau doch selbst nach. Ich hätte damit gerechnet, dass hier ein Item ist. Anscheinend nicht. Hier rechts. Achso, hier ist dein nächster Dude. Ach Gott, oh, das war auch irgendwie labyrinthmäßig. Die Türe öffnet sich nicht. Nuno, sie ist passwortgeschützt. Nur Team Rocket hat Zugriff. Kannst du mir das Passwort sagen? Nein? Okay. So, Golbert in den Kampf. Ah, Golbert. Wir haben noch keinen X-Bot gesehen, ne? Nein, das war... Ich habe A gespammt, nur... Da fällt mir ein, ich habe Golbert in Pokémon Let's Go gesehen. Oh, ich muss gestehen, ich war zuerst skeptisch von Pokémon Let's Go, ne, aber ich habe so ein bisschen verfolgt bei anderen und find's eigentlich ganz cool. So wie das Spiel im Allgemeinen ist, aber Golbert schaut halt 3D-Kacke aus. Die haben halt seinen Mund wirklich einfach nur schwarz ausgefüllt. Und ja, nee. Was, ich habe verloren? Nee, nicht unbedingt mein Jam. Man benötigt 2 Passwörter, um Zutritt zum Quartier des Bosses zu bekommen. Wackiga, vielen lieben Dank für dein Raid. Vielen lieben Dank. Na, was habt ihr gemacht? Kennen Sie. Diese Auskunft hat mir dieser Rocket gegeben. Dude, los, holen wir uns die Passwörter. Dude war noch immer ein guter Name. Der Typ mit dem Umhang ist furchtbar stark. Okay, kriege ich hier irgendwo ein Item? Genau, hier bekomme ich ja was. Den Hyperheiler. Haha! da geht's hoch, da möchte ich aber nicht hin. Hier kriege ich auch nochmal ein Item. Den Eisheiler? Haben wir neues Pokémon gespielt? Moin, gab's Uzumaki. Ein Schilder von Hintern angesprochen. Das ist relativ wichtig, dass du das ausprobierst, ob du ein Schild von hinten ansprechen kannst oder so. Am Pokémon Let's Go Evoli gezockt. Hätte ich eine Switch, hätte ich das Spiel. Ich habe halt viel Gutes von dem Spiel gehört. Und der Grafikstil sagt mir auch viel zu. Hat mich so ein bisschen hyped gemacht für das 2019er Pokémon, was kommen wird. Früher arbeitete ich für Sylph, aber jetzt leite ich Team Rockets Forschungen. Ein Kind wie du, das sich überall einmischte, muss bestraft werden. Halt, stopp. Ich möchte nicht bestraft werden. Martin. Ist es großartig? Ich hab... Entschuldigung. Ich hatte Barthaar im Mund. Das war jetzt aber nicht mehr. Hab mich erfolgreich um meinen Barthaar gekümmert. Hier würde ich es richtig broken nehmen. Bin nun offline. Viel Spaß noch. Vielen lieben Dank, dass du vorbeigeschaut hast und danke für deinen Raid, Wackiga. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht. Süchen, weitermachen einfach. Weiter Spukballen. Buh. Ich fülle einen Ballon, indem ich einfach, während ich ausatme, Buh reinsage. Und werfe den jemand an den Kopf. Das ist dann mein Spukball. Noch ein Smogon. Bleiben wir dabei. So, Pups, Pups. Smogon. Spuk. Ich bin Spupi. Spoopy! Ja, ja, Smog. Smog, Schmog. Smog, Mog. Ich frage mich ja, wer auf die Idee gekommen ist bei Game Freak und gesagt hat, ein Ballon voller Giftgas, dem wir einen Totenkopf auf den Körper malen und alle haben geklatscht. Alle haben geklatscht gesagt. Die Idee! Nur wegen eines kleinen taktischen Fehlers. Ja, ja. Das sage ich auch immer, wenn ich eine Klausur verkacke. Ah, oh, das war ein taktischer Fehler. Wer warst du nochmal, meine gute Dame? Ob ich das Passwort weiß? Vielleicht. Schwächlinge werden es nie erfahren. Nie. Rocketrüpel. ein Rettern. Rettern schaut derpy aus, ich liebe es. Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht gehört. Ich find's gut, dass ich hier einfach mit Apollo durchfegen kann.
Einfach A-Spam. Oh, ein Duflor. Da möchte ich sogar wirklich mal wechseln. So. Auf unser... Oh, Duflor, please. Myrapla ist knuffig, Duflor ist verstörend. Auf unser Noctu. Und dann fliegen wir einfach. Oh Gott, das ist der Schlafhuder. Nein, danke, ich möchte keine Art von deinem Puder haben. Ich sage das gleiche wie in Berlin damals, als man mich gefragt hat, ob ich Drogen kaufen möchte. Nein, danke. Geh bitte weiter. So. Okay, genug, ich verrate es dir. Das Passwort zum Büro vom Boss lautet Fleckmann-Route. Ist aber nutzlos, denn du benötigst zwei Passwörter. Danke, Mädel. Bist ein Held. Ich finde schön, dass Siegfried einfach hier nicht reingegangen ist, um eine, mein Passwort zu holen. Ah, ich glaube, wenn ich mich nicht vertue, der Forscher hier besitzt ein Ditto, wenn ich mich jetzt gar nicht vertue. Und erstmal schauen, ob das wirklich so stimmt. Früher dachte ich immer, diese weibliche Rüppelin wäre Jessie. Ich glaube, sie ist eher... Oh Gott, ich glaube, sie ist Cassidy? Bei Team Rocket gab es mal nicht auch eine Dame, die hieß Cassidy. Die ist quasi so eine Rivalin von Jessie gewesen. Der schaut sie halt ähnlich. Ist mir egal, dass Pokémon bei unserem Experiment Schmerzen zugefügt werden. So, jetzt sag bitte, dass du ein Ditto hast. Damit ich jetzt gerade nicht lüge. Hasso? Genau, so, was ich sagen wollte. Es gibt einen YouTuber in Englischsprachigen, den ich gerne verfolge, der heißt Picasspray. Und der hat eine Challenge gemacht, ob du ob du quasi Pokémon Gold und Silber nur mit einem Ditto beenden kannst. Und dieser Forscher ist quasi ein Game Ender für ihn gewesen, weil er diesen nicht besiegen konnte. Weil Ditto gegen Ditto Mirror Match war halt Gen 2 noch nicht drauf ausgelegt. Meine Stärke ist das Denken, nicht das Kämpfen. Das heißt, dem musst du aus dem Weg gehen. Picasspray kann ich auch nur empfehlen für so Pokémon-Content. Der hat auch sowas gemacht, wie sich mit einem als Zuschauer-Challenge sich mit einem Elektroball in die Top 4 in den ersten Raum einschließen. Zum Beispiel. Dass man dann, nicht in den ersten Raum, aber dass man sich dort halt einschließt und nicht mehr wegkommt oder so. So, ohne Items und sowas. Juck, juck, juck. Du forderst mich zu einem Kampf heraus. Bah, du bist dumm, aber du hast Mumm. Das mag ich. Falls du mich besiegst, verrate ich dir ein Passwort für das Büro vom Boss. Oh. Das ging schnell. Siegfried, was hast du eigentlich gemacht? Hallo, Rattig. Ah, oh, ich kann dich gar nicht mit meinem großartigen Alpollo besiegen. Ich meine, seitdem Alpollo Spukball hat, ist es halt wirklich großartig geworden. Ohne jetzt irgendwie gemein sein zu wollen. Go, Aaron! Do your stuff! Zum Beispiel deine Verteidigung senken lassen. Ich könnte Zertrümmerer nutzen, ich kann auch einfach Steinwurf nutzen. Ich würde ganz gerne... Ach, ich kann ihm gar nicht Zertrümmerer ablernen lassen. Weil dann hätte... Das war ja eine TM. Oh, und das alles nur, weil Wieso das nicht lernen konnte. Ein Kappis. So, noch einmal mit dem Steinwurf drauf. Und dann kann ich eine Lehmschelle machen zum Abschließen. Übrigens, Alternis, ich weiß nicht, inwieweit du dich mit Pokémon Gelb auseinandergesetzt hast. Aber da gibt es Jesse und James sogar. Einfach nur mal hier so als Trivia. Yay, Mini erreicht Level 27. Und Rocket Rubel wurde besiegt. Juck, 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 du bist gut. So, ein Spezial, okay. Und was haben wir hier drin? Proteine! Ich habe eine Kakerlake aufgehoben. Proteine! So, das Passwort für das Büro vom Boss, ich glaube, es lautet Radikalroute.
Ja, das weiß ich, gelb für meine erste Gen. Ah, okay. Ja, das war halt für mich auch so ein bisschen, ein Newsflash, so. Wait, what? Fand ich aber ganz cool. Der Gelb war ja auch im Allgemeinen eher so, ach so, ich dachte, ich muss irgendjemand teilen, an den Anime angelehnt. So, gab es hier noch mehr Leute, die ich verprügeln konnte? Was ist denn hier drauf? Da ist nichts drauf. So. Achso, hier kann man Elektroball fangen, meine ich, ne? Habe ich Pokebälle? Lass mich mal ganz kurz nachschauen. Bälle, super. Ich glaube nicht genug, aber ich kann es einfach mal ausprobieren. Oh, ein Kind. Ich mag das zwar nicht, aber ich muss dich ausschalten. Guck mal, wie lieb der ist. Also, oh, ich will dir nicht wehtun, aber ich muss es. Mit der Faust ins Gesicht. So, was nutzt denn du? Rad. Könnt ihr bitte aufhören, normalen Pokémon in den Kampf zu schicken? Ich nutze momentan Alpollo, weil ich trainiere. Es hilft mir relativ wenig. Süchen. Höchstwahrscheinlich werde ich einfach den EP-Teiler dann auf meinen Visenor nur draufpatschen. Wenn alle auf Stufe 30 sind. So, einfach fliegen. Ah, Ruckzuckieb. Gemeinheit. So, fliegen wir davon. Free Willy. Auf und davon. Das war sein Radfratz. Danke für die EP. Zubat. Ja, komm, wir nehmen Aaron. Aaron fühlt sich nicht mehr geliebt. Ich hab dich lieb, Aaron. Seitdem du keine Zicken mehr machst, du gemeine Steinechse. Das war der falsche... Dammit. Ich habe wieder A durchgespammt. Ich hab dich trotzdem lieb, Aaron. Das war mein Fehler. So, also jetzt bitte nicht flinched. Danke. So, sehr effektiv. Bisschen was an EP. Und noch ein Radfratz. Na, wir bleiben bei Aaron. Werfen nochmal ein paar Steine auf das Radfratz und dann dürfte es zu Ende sein für ihn. Für S. Er ist S. S. Für ihn. Ist ein männliches Radfratz. So. Oder auch nicht. Komm, tackeln wir nochmal. Sehr schön gemacht, Aaron. Und den Rüpel besiegt. Ich wusste, ich würde verlieren. Oh Gott, der hatte überhaupt kein Selbstwertgefühl. Meine letzte Mission wurde auch von einem Kind vereitelt. Als wir Pokémon entführten, tauchte ein Kind mit roten Haaren und fiesem Blick auf und hat mich vermöbelt. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Ah, das habe ich vergessen. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich Team Rocket zerschlage? Sag mir, wer war der Typ mit dem Umhang, der die Drachen-Pokémon einsetzte? Meine Pokémon waren keine Gegner für ihn. Die Niederlage macht mir nichts aus. Mit stärkeren Pokémon kann ich ihn besiegen. Was mich wurmt, ist, was er zu mir gesagt hat. Er sagte, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihnen nicht vertraue. Ich bin wütend, dass ich gegen so einen Großmaul verloren habe. Für Typen wie dich habe ich keine Zeit. Wie keck vorbeikommt und sagt, ich finde dich kacke. Ohne Überball. Mich dann tritt und wieder geht. Wo komme ich hier hoch? Ach, auch nochmal zu einem Item. Was kriege ich hier raus? TM46. Wenn ich jetzt noch wüsste, was TM46 war. Raub. Okay, ich gehe nochmal ganz kurz meine Pokémon heilen. Ich könnte theoretisch ein Fluchtzeug nutzen, aber das ist mir das Fluchtzeug eigentlich nicht wert. So, ich kann hier nämlich hier runter, ne, und dann einmal hier wieder hoch. So groß ist die Basis nämlich nicht. Unglücklicherweise habe ich ja auch die, ups, hier muss ich raus. Ah, da habe ich fast meinen Ausgang verpasst, du. Ich müsste mir noch ein paar Pokébälle kaufen, eigentlich. Wobei, ich habe einen Hyperball, ich habe ein paar Superbälle. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, das reicht. So, ganz kurz heilen. Wupp. Hallo. Willkommen im Pokémon Center. Ja, vielen Dank. Ich möchte. Danke. Mach wieder. Heil mich. Los. So, meine Pokémon sind wieder topfit. Großartig. Genau, da steht noch immer der gute alte Mann davor.
der Relaxo-Ersatz. Upp. Oh, ist jetzt die Frage, ist die Falle... Ich gehe trotzdem einfach den langen Weg. Ich glaube, die Falle ist zwar auch außer Betrieb, aber ich möchte es jetzt nicht einfach drauf anlegen. Um ganz ehrlich zu sein. So, und... fast auf den Teleporter getreten. Eieiei. Dann jetzt mal durch den kompletten Rest. Ach Gott. Wie auch immer er sich den Teppich hier ausgesucht hat, das ist der wahre Bösewicht. Der hat keinen Modesinn. So, Radikalroute und Fleckmannroute waren die Passwörter. Achso, da war ja nichts. Zumindest nichts Interessantes. Drum gehen wir hier nach links und dann einmal da auf die Treppe. Und dann einmal hier auf die Treppe. Und dann war ich falsch. Ups. Hier vor den Gang. Ich speichere nochmal vorsichtshalber. Ich glaube, mit Apollo vorne bin ich gut bedient. Bin mir unsicher. So, wir haben das Spiel gesichert. Die Tür ist verschlossen. Dude gibt beide Passwörter ein. Die Tür wird entriegelt. Was, wer bist du? Dies ist das Büro unseres Anführers Giovanni. Er trainiert, seit das Team Rocket vor 3 Jahren zerschlagen wurde. Wir sind sicher, dass er eines Tages zurückkehren wird, um das Kommando wieder zu übernehmen. Darum halten wir Wache. Ich lasse nicht zu, dass es hier laut wird. Es sind Taubsi, ist das. Rocket-Forscher möchte kämpfen. Ein Zubat. Level 22 Zubat. Entschuldigung, ich wollte nicht lachen. Spukball! RIP Zubat. Hat Spaß mit dir zu spielen. Ruhestörung. Ja, komm. Radikal kurz wegsurfern und dann dürfte sich das Thema erledigt haben. Na guck mal, Level 24, das geht ja sogar. Level 24 Radikal, triff auf meinen Level 28 Tyrakrok. So, wusch. Wusch, wusch, wusch. Bom. Ah, okay, Half-Life. Oh, Hyperzahn, das wird sogar wehtun. Kann ich mir gut vorstellen. Insbesondere nach einem Rutenschlag. Er hat mich flinchen lassen. So, danke. Ein Doppelflinch wäre jetzt traurig gewesen. Vielen Dank, Radikal. Hat mir freudigen Spaß gemacht, gegen dich anzutreten. So, und ein Smogon. Mensch, immer noch live. Moin, Mr. Pascal. Joa. Ich meine, jetzt wäre auch so normal die Zeit, zu der ich aufgehen würde. Also, so in der Minute. Ich habe gerade 23,59 bei mir. Aber ich mache hier noch auf jeden Fall die Rocket-Basis und ich glaube, Orn 7 kann ich auch nochmal machen. Das dürfte wenig Probleme machen. Aber was geht bei dir ab, Mr. Pascal? So, das war... Apollo vernichtet. No mercy. Rocket-Vorstand wurde besiegt. Ich konnte nichts machen. Bitte vergib mir, Giovanni. Das darf mich nicht belasten. Ich muss es den anderen sagen. Hat er sich gerade wehgetan? Hallo, wer bist du? Das Passwort lautet Preiset Giovanni! Ach, du bist ein Oh, Kramurks ist so knuffig. Ich liebe Kramurks. Was steht hier drin? Altes Team Rocket. Kommt eigentlich am 6. Dezember in Livestream zum neuen Stellaris DLC. Am 6. Dezember? Es ist in 5 Tagen, ne? Sonntag? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ich kann nichts versprechen. Das ist auch ein altes Team Rockets. Ich kann es versuchen, aber wie gesagt, ich verspreche mal einfach lieber nichts. Je nachdem, wie es bei mir nämlich so privat abgeht. Gibt es da Unterschiede? Ach nee, warte. Es kommt Mittwoch, ne? 6. Dezember? Ja. Oh. Nein, Entschuldigung. Ist schon richtig. So. Donnerstag. Oder?
Warte, lass mich kurz nachschauen, bevor ich jetzt Blödsinn mache. Ja, Donnerstag, Entschuldigung. So, jetzt sind wir hier am Tor. Das können wir gleich einmal öffnen. Ich kann es versuchen. Wie gesagt, ich verspreche nichts, ich kann es versuchen. Einfach mal so ein bisschen reinschauen. Ja. Die Tür ist verschlossen. Dude gibt das Passwort ein. Die Tür ist entriegelt. Bleib stehen, wo du bist! Wir können es nicht zulassen, dass ein Bike hier rumläuft. Du schadest Team Rockets Stolz. Wie stark du auch bist, du kannst es nicht mit uns beiden aufnehmen. Tut uns leid, Winzling. Jetzt wirst du zermalmt. Guck mal, Alternes, die machen das, was du vorgeschlagen hast. Am Dönerstag. Hey, sei nicht so egoistisch. Teile den Spaß. Wie, du hattest einen Komplizen. Wo ist denn er? Sie so, wie, du bist nicht alleine. Wo ist dein Ehrgefühl? Werde dir zeigen, was es bedeutet, sich mit Team Rocket anzulegen. Rocket-Vorstand möchte kämpfen. Arbok. Oh, Arbok ist... Arboks Verzierung schaut ein bisschen aus wie so ein Clown. Jetzt leider auch erst am Freitag spielen, weil ich während der Woche auf Arbeit bin und ist das so meh. Aber es tut mir leid zu hören, Mr. Pascal. Oh, RIP. Gut, aber Arbok besiegt. Schau mal rein, ich muss mir noch die Patchnotes durchlesen und schauen, was sich alles verändert hat. Ich gehe davon aus, dass wenn mein erster Playthrough zum einen ziemlich... wie drücke ich das jetzt freundlich aus? Holprig vonstatten geht auf 2-2 und zum anderen nicht unbedingt gut endet. Und auch ziemlich langsam vermutlich abgehen wird. So, der Dinkelnebel. Dinkelnebel hilft dir nicht gegen Steine. Oh, ist nicht mein One-Shot. Schade. Ging daneben. Sehr gut. Hauptsache, wir kriegen eine Verfolgung rein. Immerhin wurde mir damit jetzt nicht irgendein Pokémon getötet. So. Ich damit zu Boden begleitet. Na, ganz freundlich, ne? Gesagt, könntest du dich bitte hinlegen? Hast du gemacht. Sind wir alle stolz auf dich. Ein Duflor. Ja, wechseln wir. Da. Vielen Dank für die 100 Bits. Vielen lieben Dank. Mr. Pascal. Guck mal, jetzt bist du auch Nummer 1 hier. Jetzt müsstest du auch das Nummer 1er Badge bekommen. Also ich habe schon bei Aceback ein bisschen was vom neuen Patch, also von 2.2 gesehen und es... Sehr gut gemacht, Noctu. Ich bin so stolz auf dich. Gut, dass du verfehlt hast. Und scheint sehr interessant zu sein. Also ich freue mich wirklich auf 2.2. Ne, dass das Spiel quasi nochmal komplett neu gemacht wird. Und die GUI ist unglaublich hübsch. Unglaublich hübsch. Komm, kriegen wir nochmal ein bisschen mehr Säure ins Gesicht. Ah, nicht ins Gesicht. Das ist da, wo meine Nase ist. So, danke, Duflo. Mein Erreich Level 28. Level 1 davon. So, du bist wirklich gut. So ein Mist. Wenn du bei Team Rocket einsteigen würdest, wärst du sofort im Vorstand. Darf ich? Ja, endlich! Es hat auch lang genug gedauert, um ehrlich zu sein. Wir haben einen Togetic! Yes! Dieses Versteck ist gesäubert. Das ist gut, das ist ein Experiment mit voller Erfolg. Es ist egal, was aus dem Versteck wird. Wir haben höhere Ziele. Schon bald wirst du die wahre Macht von Team Rocket würdigen. Amüsiere dich, solange du noch kannst. Fufufu. Ha! Es ist lange her, dass ich fufufufufufufu gelesen habe. Genug, wir haben hier alle Anhänger von Team Rocket besiegt. Aber der Junge, auf den ich traf, macht mir wirklich Sorgen. Sorry, Dude, ich beobachte, wie geschickt du bist. Daher habe ich mich zurückgehalten. Jetzt müssen wir nur noch dieses merkwürdige Signal abschalten.
Diese Maschine ist die Wurzel allen Übels. Ich sehe leider keinen Schalter. Uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen alle Elektroball besiegen. Sollte genügen, um die Maschine abzuschalten. Pokémon trifft keine Schuld. Daher fühle ich mich schuldig. Dude, wir sollten uns besser trennen. Heilst du meine Pokémon nochmal? Nein? Okay. Würde halt wirklich gerne Elektroball einfach fangen. So, ich gehe schon mal ganz kurz ein bisschen was. Ich werde was versuchen. Ich hoffe, das wird funktionieren. Dark Ninja. Das Ding ist, die können sich in die Luft sprengen. Bin auch mega gespannt auf das Update. Freue mich auf Multiplayer dann. Gut, Multiplayer ist für mich immer so die Frage. Ich habe halt keine Freunde. Zumindest keine, die Stellare spielen. Aber da, ja, doch, das wäre auch ein sehr interessanter Aspekt. Hallo, Elektroball. Wie es mich anzwinkert. Ach, die, stimmt, die waren Level 23. Warum habe ich gedacht, dass die Level 30 wären? Hypnose. Okay, es benutzt Ultraschall. Das ist schon mal ein Vorteil. So. Kann ich schnabeln? Ich frage mich, wie effektiv das ist. Nicht wirklich. Ich versuche einfach mal mit einem... Wo habe ich meine Bälle? Da. Superball drauf zu werfen. In der Hoffnung, dass wir es vielleicht jetzt schon fangen.